Was geht ab, Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 16 Karrieremodus. Und heute geht es gegen den Spitzenreiter, gegen FC Bayern. Und so weit dahinter sind wir gar nicht. Ja, wir schauen mal rein. Nach 5 Spielen sind wir auf dem 4. Platz, theoretisch auf dem 3. Hannover hat jetzt nur ein Spiel schon mehr. Von daher mit 10 Punkten, beste Offensive und die Defensive ja auch gar nicht so schlecht. Von daher hier zweitbeste Tordifferenz, und ich würde fast behaupten, das ist das Spitzenspiel an diesem heutigen Spieltag. Und Mannschaftsaufstellung sieht wie folgt aus. Ich habe einiges quasi geändert. Das ist eigentlich unsere Top-Mannschaft, bis auf Lorenzen vorne für Uja und Czerny auf der linken Mittelfeld auf der linken Seite für Kostic. Kostic. Der Kerl ist hier einfach ein bisschen fitter als Kostic, von daher lassen wir ihn nochmal spielen. Und hat genau so eine Gesamtbewertung wie Rausch, aber er hat momentan die Formkurve nach oben, von daher habe ich mich dann hier für Czerny entschieden. Und ich denke, das sollte so auch passen. Und ja, dann gehen wir einfach mal direkt rein. Training haben wir ja auch, können wir ja heute gar nicht machen, beziehungsweise können wir jetzt nicht während des Spieltages machen. Bargfrede darf auch mal wieder ran. Da war ja zuletzt eher stark gefragt, beziehungsweise dann Kirchhoff, aber jetzt hier im Topspiel darf er dann natürlich auch ran. So, und ja, aber die Frage ist natürlich, was können wir gegen Bayern reißen? Können wir diese Form, die wir gegen Leverkusen hatten, auch gegen Bayern zeigen? Das wäre natürlich der absolute Knaller, wenn wir das hinkriegen würden. Da bin ich aber noch nicht so ganz von überzeugt, beziehungsweise es dürfte echt schwierig werden. Je nachdem, wie Bayern heute spielt, wir gehen hier aber ganz klar erstmal auf Konter. Und schauen mal, was die Jungs dann hier aus München so zu bieten haben. Erstmal ein paar schöne Kombinationen von uns. Da läuft dann aber niemand so wirklich mit. Czerny jetzt hier mal, kommt da durch, kommt auch beim zweiten durch, aber dann ist da doch das Bein dazwischen. Aber das sah gar nicht mal so schlecht aus. Ja, die Bayern haben gerade gesehen, De Paul gekauft hier. Auch kein schlechter Mann. So, Nacho klaut sich hier erstmal den Ball. Und das war stark von Hernandez, der da wahrscheinlich der Boateng-Nachfolger sein soll. Hinten in der Innenverteidigung. So, und Robben gegen Garcia. Das war gekonnt, da war ich nicht mehr dran mit Garcia. Das war einfach nur von Robben sehr, sehr schlecht gemacht. So, und gestern kamen keine Videos, weil ich extreme Halsschmerzen hatte. Heute geht es schon wieder ein bisschen. Ein Foul. Ich weiß nicht, ob man es ein bisschen hört noch, aber ja, das ging gestern leider nicht. Heute sind sie, wie gesagt, noch nicht ganz weg, aber trotzdem wollte ich da jetzt nicht noch einen Tag keine Videos bringen. Und da ich momentan nicht vorproduziere, hatte ich dann natürlich auch keins in der Hinterhand irgendwie, was ich hätte bringen können. Ja, aber ab heute geht es dann ganz normal wieder weiter. Nur, was heißt ganz normal, bis nächsten Dienstag erstmal nur ganz normal dann mit den Karrieren. Kein Foul, schade. Denn ich bin von Freitagvormittag bis Montagvormittag unterwegs. Von daher, da habe ich vorher, ich muss vorher noch ein paar Erledigungen machen, habe ich dann wenig Zeit zu schneiden, beziehungsweise dann dieses aufwendige Projekt mit Ultimate Team zu bringen. Zumindest täglich wird das nichts. Das kriege ich leider nicht hin, aber ich denke mal, mit der Karriere seid ihr auch zufrieden. Werden weiterhin 2 Videos am Tag kommen, also von daher, habt ihr immer noch was zu schauen. So, und Lorenzen hier ein bisschen unter Druck gesetzt. 20 Minuten sind auch schon gespielt. Oh, und Wiedwald ist da stark. Der war's. De Paul hier mit dem Schuss. Aus der zweiten Reihe einfach mal versucht. Warum auch nicht. Und ich wollte gerade sagen, was war das denn für eine komische Ecke. Aber da sind wir irgendwie weggegangen hier. So,
So, und Lorenzen und Bartels da im Zusammenspiel irgendwie. Der Ball kommt auch irgendwie zu De Blasis und der dann zu Czerny und da war es dann wieder zu schnell gespielt. Schade. So, und Garcia schön vorbei hier, schön aufgehalten den Ball hier von Lahm war es. So, und De Blasis wird da gehalten und gehalten von Vidal. Gibt dann hier erstmal den Freistoß, den wir aber kurz ausführen werden. Ah, und da ist Vidal und kriegt den Ball hier von De Blasis. Galvez schön dazwischen, aber Lewandowski weiterhin am Ball. Ja, aber die Flanke ist dort ungefährlich, da braucht Wiedwald auch gar nicht hingehen. Also bislang hier nach 30 Minuten würde ich behaupten, relativ ausgeglichenes Spiel. Bayern kommt zwar irgendwie zu Abschlüssen, also Abschlüsse in Anführungszeichen, da die Flanken, die da irgendwo in Richtung Tor gehen, aber dann doch ja, ins Tor aus. Von daher würde ich es eigentlich als relativ offen bezeichnen. Und Benatia kriegt da den Kopfball zwar nicht so wirklich hin, aber trotzdem kommen wir da nicht an den Ball. Ja, und die linke Seite verliert da häufig den Ball bei Bayern, also so Robben, Lahm und Co. Trotzdem können wir da nicht wirklich was draus machen. So, und Müller hier auch erstmal schön ins Ausgelaufen mit dem Ball, beziehungsweise einen Ticken zu weit dann vorgelegt. Ja, und da ist dann der Ball bei uns auch ganz schnell wieder weg. Also Fehler auf beiden Seiten, beide noch nicht so wirklich drinne im Spiel oder so 100% drinne. Lahm, schön gemacht. Ah, Robben, aber Gott sei Dank ungefährlich. So, Bargfrede abseits von Nacho. Schade. Also wenn, dann war es ganz knapp abseits. Ich habe extra nochmal drauf geachtet, ob er im Abseits steht oder nicht, aber gut. So, De Paul relativ auffällig da auf seiner Seite. Den Namen liest man da ganz häufig. Ah, der Ball von Bartels sollte eigentlich gerade eine Station weitergehen, nicht auf Nacho. So, und das ist immer das Gefährliche auch bei Bayern. Gut, jetzt ist Halbzeit, aber man denkt, man hat eine Chance. Das ist relativ ausgeglichen, aber sie brauchen, das ist halt diese Qualität, die sie dann halt auch in FIFA haben. Sie müssen halt noch einmal wirklich vor das Tor kommen. Dann ist das Ding drinne. So, wir brauchen da vermutlich ein paar mehr Chancen, bis der Ball da mal drinne ist. Das hat Bayern aber nicht. So, von daher immer die Gefahr relativ hoch, da sich schnell mal ein Gegentor zu fangen. Ah, und das war gut gemacht von De Blasis und Bayern hat starke hinten drinne, okay. Ich habe es gerade nicht genau im Kopf, ob Neuer verkauft wurde. Oder nicht. So, und das ist abseits. Nee, Verletzungs... Och, Bargfrede hat sich verletzt. Shit. Okay, dann müssen wir stark bringen. Das ist jetzt ärgerlich. Ich weiß nicht, ob sie Neuer verkauft haben oder nicht. Von daher stark auf jeden Fall drinne. Und das ist eine Möglichkeit. Da kann man auch mal was versuchen. Würde ich mal behaupten. Bayern macht das jetzt hier erstmal ein bisschen koordinierter, ein bisschen ruhiger, da das Passspiel mit Vidal und De Paul hier im Zusammenspiel. Kriegt er den noch? Ja, kriegt er noch, aber den hat er schön für uns gestoppt quasi. Und Hernandez dagegen De Blasis erfolgreich. Also Bayern spielt hier momentan so, als ob sie mit dem Unentschieden zufrieden wären. Okay. Gucken, ob da noch was kommt, ob das jetzt quasi so eine Lock-Taktik ist.
oder ob wir gerade einfach nur so gut stehen, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen. So, schöner Ball von Stark auf Nacho. Nacho auf De Blasis und der kommt da nicht dran vorbei. Ah, ärgerlich. Also knapp über 60 Minuten gespielt. Einmal mussten wir leider Gottes schon wechseln. Von daher, so, und jetzt Lorenzen. Lorenzen, mach ihn. Oh, schade. Stark da schön gegen Lorenzen pariert und Nacho kriegt da den Kopf, weil das ist natürlich ein zu krasser Winkel. Und ja gut, jetzt bringt Bayern einfach mal Pogba. Pogba als Ersatz ist definitiv, ja, kann man machen. So einen Ersatzspieler hätte ich auch gerne auf der Bank. So, und Czerny hier nochmal, der kann ein bisschen gehen, den werden wir gleich auswechseln. Und ach, der war doch im Abseits. Habe ich auch gesehen, dass der am Abseits steht und spiele ihn trotzdem an. So, und jetzt wechseln wir mal, gehen wir mal rein. Können ja nur noch zweimal, dann bringen wir, denke ich mal, Mané. Ja, wobei, bringen wir Werner oder Mané? Ja, wir bringen mal Werner und wir bringen die Davi hier fürs ZOM. Wir müssen die beiden Stürmer halt mal durchhalten. Aber De Blasis ist da dann doch ein bisschen kaputter. So. Ich hoffe, die Davi hatte vorm Spiel eine Formkurve nach unten. Das wird halt im Spiel nicht angezeigt mehr. Aber ich hoffe, dass der Junge da vielleicht doch noch was bringt. Oh. So, ich hoffe, kein Abseits von Lorenzen. War kein Abseits, aber da kommen wir auch nicht durch. Schade. Hätte ich vielleicht nicht den druckvollen Pass nehmen sollen auf Nacho. So. Schön von Lewandowski. Ah. Da kommen wir gerade einfach nicht durch. Also momentan haben wir irgendwie gefühlt mehr vom Spiel. Aber durch die Abwehr kommen wir einfach nicht durch. So, mein Gott, also ein Unentschieden gegen Bayern, klar, kann man machen. Hätte ich kein Problem mit, aber jetzt hier noch so ein Lucky Punch würde ich auch feiern. Also ah, der Ball auf Van Lorenzen, wahrscheinlich ein bisschen ungewollt, aber er kommt trotzdem an. Ach, und da wollte ich gerade spielen. Nein, da wollte ich gerade spielen. So, und jetzt ist es natürlich offen hier. Ah, gefährlich. Boah. Den haut Pogba vorbei. Und das war wichtig. Das war diese Chance, die ich angesprochen habe. Ja, die müssen eigentlich nur einmal vors Tor kommen. So, und das macht die Davi gut. Setzt sich da durch. Lorenz macht ihn. Nein. 90. Minute und Stark sieht da ganz, ganz schlecht aus. Lorenzen hier in Martinez zu passiv. Und da sieht Stark alles andere als gut aus. Und den macht Lorenzen tatsächlich rein. Also, na gut, aus der Entfernung schwer für den Keeper. Martinez da zu passiv und Lorenzen macht das Ding da rein in der 90. Alter, auf Konter hier, schön auf Abwehrriegel. Alter Vater, macht er den tatsächlich rein? So, und jetzt aufpassen. Ah, Lewandowski. Oh, Vestergaard stark. Und jetzt beirren sich da... Ja! Pogba und Vidal noch gegenseitig und dann gewinnen wir tatsächlich das Spitzenspiel hier in München.
Boah, Leute, 1 zu 0 hier am Ende. Ich würde sagen, aufgrund hier der Höhepunkte, ja, ein bisschen Vorteil für uns. Wir sehen es hier, 5 zu 4 Schüsse trotzdem für Bayern, 2 zu 3 Schüsse aufs Tor für uns. Und das ist dieser eine Schuss mehr, der dann auch reingegangen ist. Lorenzen hier nicht Man of the Match, aber mit einer 7-9 trotzdem zweitbester Spieler bei uns. Ja, Wiedwald hier mit seinen 5 Paraden. Spieler des Tages geworden. Und Lorenzen trotzdem hier für mich Man of the Match, weil er hier eben das entscheidende Tor gemacht hat. Und damit stehen wir nach 6 Spieltagen, Leute, auf dem zweiten Platz. 2 Punkte hinter Bayern, eben weil wir das Duell gewonnen haben, dieses direkte Duell. Jetzt haben wir die beste Tordifferenz. Vorher war es andersrum. Mit 7, 13 Tore, immer noch beste Offensive, dicht gefolgt von Schalke und Dortmund auch. Ja, so kann es gehen, würde ich behaupten. Wir gehen nochmal kurz ins Training rein. Und ja, die englische Woche ist ja noch nicht vorbei. Nächstes Spiel gegen Mainz. Ja, aufgrund der letzten Ergebnisse. Also bislang läuft die englische Woche echt ziemlich, ziemlich nice. Ja, die beiden Spiele, wo ich gedacht hätte, es wird auf jeden Fall am schwierigsten, haben wir hier für uns entscheiden können. Ja, die ganzen Vertragsverlängerungen hier abgelehnt. Da müssen wir dann mal... oh, Bargfrede verlängert, okay. Und fällt dann auch direkt 8 Wochen weg. Ah, so ein Ärgernis. Okay, ja, da müssen wir bei den ganzen Verträgen müssen wir mal dann in der Winterpause gucken. Jetzt würde ich sagen, ja, machen wir noch kurz die Aufstellung fürs nächste Spiel. Da bringen wir dann Kirchhoff rein, weil Bargfrede ja jetzt erstmal verletzt ist. Bringen dann hier rechts, lassen wir Gerson mal wieder von Anfang an. Hier lassen wir Mané mal ran. Uja darf. Ich gebe ihm die Chance. So. David darf, Caldirola darf, Garcia darf, Iorfa darf. Und dann würde ich sagen, passt das erstmal so. Simulieren nochmal eben ganz kurz. Ach nee, wir haben schon fertig simuliert. Okay, dann simulieren wir nicht. Dann beenden wir hier an dieser Stelle den Part. Sehen uns doch hoffentlich im nächsten Spiel dann wieder, wenn es dann gegen, also im nächsten Video, wenn es dann zu Hause gegen Mainz geht. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.